Wasser, Freunde, und willkommen zum Sonntagsvlog Nummer 23. Ich habe heute, ja, immer noch zu Gast bei mir der Patrick. Hi. Ja, wir waren heute auf der Mackie oder Maze, keine Ahnung, die meisten sagen Maze. Ich habe immer Mackie gesagt, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich habe heute überall Maze gehört und Mackie. Ja, scheint sich wohl eingebürgert zu haben, ne? Ja, weil ich gehe mal von der Magna. Und da habe ich gedacht, dann ist das die Mackie. Ja, es soll ja so ein Ableger von der amerikanischen. Von der Magna sein. Genau. Ja, gut, okay, wie dem auch sei. Ja, schilder du doch vielleicht mal deinen ersten Eindruck, so einfach, weil du ja mal erstmalig mit auf so einer Messe warst. Ja, ich war, wie gesagt, das erste Mal halt da. Oder generell auf einer Messe, auf einer Aquaristikmesse. Ja, schon verdammt viele Eindrücke, ne? Die man dazu mitnimmt, egal ob es Korallen sind, ob es Produkte sind, man sieht sie nicht immer nur ja, im Internet, sondern auch mal live. Mhm. Ja, war schon sehr interessant. Große Reizüberflutung, eine Menge Leute kennengelernt. Fand ich auch super, ich bin jetzt ja schon seit Freitag hier, weil es für mich halt auch ein weiter Weg ist. Ja, du hast mich ja mitgenommen. Da bin ich auch ganz froh drüber, weil so wäre ich jetzt extra den Weg runtergefahren. Alleine, muss ich ganz ehrlich sein, wäre ich auch so ein bisschen verloren gewesen. Da musst du wirklich gezielt wissen, was willst du da. Du willst irgendwas kaufen, Korallen kaufen oder so und dann gezielt dahin einpacken und abfahren. Ne? Mhm. Aber so war es halt auch mal ja nett, so ein bisschen ja auch mal begleitet zu werden. Genau, mal so ein paar Leute kennenzulernen. Ja gut, da hast du ja heute auch super Glück gehabt, ne? Es waren ja alle möglichen Hersteller da. Jan Nils, Deltec, der Alex von Abyss, Florian Schuran von New Wave, Sandra Preis, Aquamedic haben wir sogar auch noch getroffen. Stimmt. Ja. Die waren auch noch da gewesen. Oliver Pritzel von ATI, AK war da. Ja, es war eine Menge da. Auch ja. Eine Menge, nicht nur deutsche Hersteller, sondern halt auch ja, niederländische halt. Ne? Glenn Fong haben wir auch wieder getroffen. Genau, muss ich sagen, echt sehr unscheinbarer, aber sympathisch netter, nettes Kerlchen, hätte ich ja fast gesagt. Er ist ja nicht groß, aber ja, er war echt sehr nett, sehr aufgeschlossen. Wie gesagt, ich habe ihn auch das erste Mal gesehen, er hat gleich einen mit einbezogen, ne? Erzählt, was er so macht. Die Becken sind natürlich echt der Hammer gewesen, die da standen. Ne? Da waren ja zwei. Ja gut, ist natürlich sehr herzlich auch, ne? Ja, doch, muss man sagen. So von Art Mensch her, von der Person her, muss ich sagen, also schon ein feiner Kerl. Ja, an Becken wieder, wie gesagt, Diego war wieder da, habe ich ja letztes Jahr so geile Bilder gemacht. Ich hoffe, dieses Jahr sind die auch so geil geworden, müssen wir gleich mal reingucken. Wir werden gleich das Material noch bearbeiten für euch. Ja, also für mich hat dieses Jahr halt wieder das Diego-Becken gewonnen. Dir gefiel das Deon-Becken, glaube ich, besser. Ne? Ja, gut, sie sind beide geil. Sind zwei absolut unterschiedliche Becken, also von Korallen, auch Fischbesatz. Mhm. Was mir gefallen hat an dem Deon-Becken, ganz an der Ecke auch die Algen. Ich weiß nicht, was für eine Algen. Die rote Alge. Die rote Alge. Er findet das, doch das Diego-Becken das dann Gute. War das, die, das okay. War das Diego mit der roten Alge auf der linken Seite. Okay, ja, das oben. fand ich schon ja. Geil. Also, ja, weil ich fand es nämlich auch geiler, weil es war einfach, fand ich zumindest, luftiger. Ja, und auch dieser, gut, ich kenne das jetzt nur aus den Staaten, weil ich das halt viel verfolge, Christmas Tree, waren ja zwei Stücke, glaube ich, zwei oder drei Stücke drin. War auch super geil, ne? Also es war echt ein geiles Becken. Das andere auch super, das war halt richtig schön vollgepresst, ne? Das platzte so aus allen Nähten, finde ich auch geil, wenn so ein Becken aus allen Nähten platzt und es passt, ne? Ich fand beide Becken geil. Ich fand die ganze Messe geil. Ja, war halt so eine Reizüberflutung, ne? Das erste Mal. Ja, ein paar schöne Korallen hat er auch noch gefunden. Ja, eine habe ich mir mitgenommen von der Sandra Preis. Eine Chalice. Sehr schönes Tier, danke nochmal. Ja, und ich weiß gar nicht, von einem holländischen Händler. Lepastria, glaube ich. Und von ihr die Chalice. Chili Cheese heißt sie, glaube ich. Mhm. Cheese Chips, Chili Cheese. Auf jeden Fall ein geiles gerätselt, Tier. Ob Chili Cheese oder Cheese Chili. Sie hat es mir zweimal gesagt, aber ja. Wir haben es vergessen. Das hier Dori-Syndrom, ne? Ja, und ansonsten war ich noch ganz erstaunt, deswegen haben wir ein bisschen hier das Aquatic, Brightwell Aquatics aufgebaut.
weil der Patrick kam an und sagte, er hat ein super tolles Mittel. Und ja, ich war dann ganz erstaunt, weil ich hatte ja auch vor kurzem die Sachen vom Hartmut Koschocki bekommen. Ja, der die Sachen ja halt auch eben nach Deutschland halt importiert. Da könnte das halt bei ihm halt im zoologischer Bedarf EU, könnt ihr die Sachen von Bright Bell Aquatics beziehen. Wir gehen das alles sowieso nochmal durch. Aber jetzt fand ich dann halt so lustig, dass jetzt einfach so der Patrick so als normaler Anwender damit ankam und zu mir dann halt eben sagte, guck mal hier, das ist geil. Ja, sag du vielleicht mal was da zu dem Produkt. Ja, ich bin halt viel oder mehr in den amerikanischen Foren und ja auch auf YouTube unterwegs. Verfolge viel, Also auch die englischsprachigen ja Kanäle. genau, die englischsprachigen Kanäle. Verfolge halt viel BRS-TV, weil die halt sehr viel Produkte auch testen. Ja, hatte ja massive Probleme. Wir sind ja halt täglich in Kontakt, quasi täglich mit meinem Becken, das also wirklich kurz davor war, vor die Wand zu fahren. Durch verschiedene schwerwiegende Faktoren werde ich vielleicht auch irgendwann selber mal drauf eingehen. Denke ich mal, werde ich drauf eingehen irgendwann. Ja, und dann habe ich das gesehen. Das wurde getestet und ja, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, es kann genauso gut sein, dass von einem anderen Anwender das genauso gut funktioniert hätte. Ich habe es gesehen, fand es interessant. Wie gesagt, ist halt viel in Foren, hauptsächlich Positives. Also bestimmt 80% der Der Anwender berichten, Amerikaner. genau, berichten halt Positives. Gut, die sind auch ziemlich schnell zu begeistern für irgendwas, ne? Aber ich habe es mir auch selber gekauft. Ich habe nichts gestellt gekriegt oder so. Ich habe es zweimal gekauft, einmal dir mitgebracht, damit du es mal ausprobieren kannst. Ich finde es super. Also es hat mir echt geholfen, angeschlagene Korallen. Und ich meine nicht mal ein bisschen vernässelt, sondern wirklich fast weiße Montiporas, ja, wieder zum Leuchten zu bringen damit. Und das ziemlich Ja, zügig, was muss ich passiert denn dann sagen. bei mir, wenn ich das bei mir reinmache? Ja, mach mal. Vielleicht Wenn ich brauchst du das da bei eine mir reinmache, dann Sonnenbrille. sind die ja noch bunter wie bunt oder wie? Die LPS, die pumpen sich auf jeden Fall ziemlich stark auf. So, und das Okay. merkt man schon nach ein paar Tagen. Die gewöhnen sich auch hier an diesen Fütterungsprozess. Ja, und das wirst du dann halt sehen. Also das wird wirklich, die Farben werden satter. Ich weiß jetzt nicht, bringt jetzt nichts, wenn die Korallen gut stehen, das Zeug da rein zu dröppeln, glaube ich. Soll man ja generell nicht machen, aber es war jetzt so eine. Ja, das sind ja eigentlich im Prinzip die Korallaminos, sind das von Brightwell. Ja, ich werde es mal ausprobieren, wenn es funktionieren sollte. Hier Hartmut Koschocke. Das hier brauchen wir dann auch noch, ne? Weil das hast du, glaube ich, nicht. Ich glaube, du hast mal einmal ein ganzes Programm, was du da hast von denen. Ja, ich habe es auch bestellt aus Amerika. Nicht Amerika, sondern Ja, ich glaube, es wahrscheinlich kam in aus diesem, Dänemark. dieser EU-Shop da, ne? Genau, Aquadepot hat sich das Aquadepot genannt. EU. Ja, wir dürfen hier ruhig Werbung machen. Ah, okay. Kannst ja rausschneiden. Ja, genau. Ja, gut, also das werden wir euch halt, wie gesagt, auch nochmal vorstellen. So wie die anderen Sachen hiervon. Bin ich auch mal sehr gespannt, was es geben wird. Ja, ansonsten heute erster Stream aus dem Studio. Ja, einmal haben wir hier so ein Setup. Da ist schon der Drop-off-Tank. Ja, da Und? steht er schon. Ja, geil. Der sieht gut aus. Ja, schon echt Ja, da freue ich mich auch schon drauf. spitze. Und ihr freut euch wahrscheinlich auch schon drauf. Ihr dürft ja dann dran teilnehmen beim Einrichten und, und. Wir machen aber als nächstes, nächste Woche kommt jetzt auch erstmal der Giveaway mit der GRL Mithras. Oh, hier fliegen schon die ersten Mücken rum. Ja, oder die letzten, ne? Die war aber groß, die Mücke. Oh je. Ja, also nächste Woche, wie gesagt, der Giveaway für die GRL Mithras. Ja, starten wir nächste Woche 100%. Ich bin jetzt soweit hier angekommen. Ja, ist noch ein bisschen Chaos, du hast ja schon gesehen. Aber ansonsten denke Denke ich mal, mal, das wird recht geil werden, ja. wird es, glaube ich, ganz gut werden. Ja, wir lassen euch auf jeden Fall daran teilhaben. Ja, wir zwei beiden schneiden jetzt noch die Sachen von den heutigen Eindrücken zusammen. Ich habe einmal so einen kompletten Rundgang über die Messe gemacht, also nur den Meerwasserbereich, jetzt nicht drüben auf der Vivarium.
Ich würde sagen, das Video mache ich euch noch fertig. Das kriegt ihr jetzt sehr zügig. Also wir haben ja heute quasi Sonntag. Sonntagsvlog, ihr kriegt es heute noch. Ja, die Interviews müssen wir uns zwar jetzt gleich mal überlegen, wie wir das machen, weil die einzelnen Interviews waren eigentlich so ein bisschen wirr gewesen. Ne? Hier der eine Holländer, der lief sofort los und Ja, hat mir Verständigungsprobleme. dann alles erklärt und alles ganz toll, aber er hat nicht verstanden, dass wir das auch filmen müssen, ne? Dass er halt uns filmt. Ja, also Patrick hat heute gefilmt und er hat nicht verstanden, dass wir erstmal was reden und er mir dann was zeigt, damit der Patrick auch dahin gehen kann. Daher musste Patrick immer hin und her laufen und dafür, dass er es nie gemacht hat, hat er es sehr gut gemacht. Ja, danke. Ja, hat Spaß gemacht. Auch mal Ja. wieder eine Erfahrung mehr, ne? Also da gucken wir mal, da werde ich wahrscheinlich einzelne Teile draus schneiden und ja, wir haben es ja dann auch so gemacht, dass wir erst gefilmt haben und dann im Nachhinein quasi die Infos noch rausgesucht haben. Ja, und ich glaube, dass wir das vielleicht so aufsplitten für die Zuschauer, dass wir halt eben sagen, ja, wir zeigen immer ein bisschen was und dann auch dazu die Informationen, die wir euch hier so einfach sitzend erzählen, sage ich jetzt mal. Ja, was hältst du von dem Becken jetzt hier? Mich jetzt hier als Meerwasser-Aquarianer. ja, als normaler Aquarianer, ich fand die Becken hübsch, ne? Also sie waren schön verklebt, es sah auf jeden Fall schön verklebt aus. Ich weiß jetzt nicht, wie qualitativ hochwertig das verklebt war, aber es war nirgendwo Silikonnähte zu sehen. Ich bin auch über die Ränder gegangen, die waren nicht scharfkantig. Die Schränke fand ich richtig geil, weil Ja, die waren mal was anderes, die waren mal aus Alu. genau, komplett aus Alu. Ja. Und es waren auch keine Scharniere drin. Weil man sieht immer, auch wenn man so gebrauchte Becken kauft, so Also im dass es. Prinzip hier haben wir ja jetzt mal mitgenommen, noch von Blue Marine. Das waren die. Sehr schön. Ja, sehr hübsch. Wie gesagt, keine Scharniere, keine, wo sich Rost bilden kann oder so. Kein Holz, was aufquillt. Ne, ich glaube, mit dem Alu, das kann Hast du man es auch. eigentlich mit der Querstange verstanden, was er meinte? Da war Nein, irgendwie nicht. diese Stütze drunter, die kann man rausnehmen und um das Technikbecken rauszunehmen, so habe ich es verstanden. Ja, ich glaube ja, um sauber zu machen dann hinterher, ne? Ja, Bei ne? Die den konnte man größeren rausnehmen, glaube ich. Modellen. Ja. Ja, wir gucken uns das mal durch. Ich glaube, dass wir das für euch so ein bisschen aufbereiten werden, dass wir das halt immer auch ein bisschen halt hier zeigen. Auch hier so ein paar Sequenzen dann aus dem Buch. Ne? Ich glaube, das wird so am besten werden, weil das war so ein bisschen böse, so einige Aufnahmen. Ja, dann haben wir ja noch einen Aquariumhersteller, Aquaria, waren wir auch noch. Die hatten auch ganz interessante Becken. Ja. Ne? Also das war auch recht nett. Was haben sie gesagt? Sie haben auch versucht, die Red Sea Reefer nachzubauen. Ne? Genau, wohl etwas kostengünstiger Ja. nachzubauen. War Ja, okay. Also es war qualitativ, okay. die Materialien fand ich nicht schlecht. Die haben Sachen Ja. nicht gefallen, die haben mir zum Beispiel gefallen. Ne? Ja, Da sind genau. Ja, wirklich das ist halt Geschmäcker eben, verschieden. ne? Das Ne? ist halt eben so. Ja, ich würde sagen, das werden wir euch alles mal so aufbereiten. Wir zwei beiden setzen uns jetzt mal an die Maschine und schneiden euch den 23. Vlog. Und dann machen wir weiter und gucken mal, was wir euch noch schnellstmöglich von der Messe bieten können. Ja, ich denke mal noch einiges, ne? Da ist ja einiges an Material zusammengekommen. Ja, also wie gesagt, den Rundgang kriegt ihr nochmal so separat jetzt. Den lasse ich einfach dann in einem durchlaufen. Könnt ihr euch angucken, wer es möchte. Und die einzelnen Interviews machen wir einzeln halt. Die kriegt ihr dann aber auch jetzt im Laufe der Tage. Also ihr könnt jetzt nicht morgen 10 Videos hochladen. Das ist ja dann auch langweilig. Es splitten wir dann ein klein wenig auf. Ja, Patrick, ich würde sagen, haben wir für den 23. Vlog alles gesagt. Wenn du Glaube das ich. sagst, wird das so sein, ja. Ja, sonst hatten wir jetzt nichts ganz Wichtiges mehr. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie auch immer, haut es mir alles unten in die Kommentare rein. Ja, wie gefällt euch das Setup so? Ist das okay? Ist das vom Licht alles okay? Ist der Ton okay? Schaut mir das doch mal alles in die Kommentare rein, damit ich so ein bisschen Feedback von euch bekomme und halt weiß, was ich vielleicht noch ändern muss. Ja, ich würde sagen, Daumen rauf, wenn es gefallen hat. Abonnenten, wenn ihr sie kennt, teilt die Videos. Ja, wir beiden sind raus. Wir wünschen euch noch einen netten Restsonntag. Bis dahin, euer Marc. Ciao, ciao. Ciao.